Hallo Leute und willkommen zurück am Flughafen. Oder sagen wir mal in der Nähe vom Flughafen. In einem Wald vom Flughafen. Im Wald vom Flughafen. Im Wald mit vier Bäumen. Auf jeden Fall haben wir gesagt, wir werden die Aufnahmesession hier weiterhin im Dialekt führen. Also, es wird sehr viel Arbeit für uns sein, wahrscheinlich die ganzen Untertitel einzubauen, aber. Das wird. Ja, okay, ich würde sagen, richten wir uns jetzt mal auf und wechseln wieder auf den Dialekt, was irgendwie ziemlich schwer ist, wenn man vorher so redet. Dialect Mode activated. Dialect Mode. Okay. Ich würde sagen, da legen wir uns dann gleich wieder hin. Wir sind jetzt. Wir müssen echt aufpassen, da sind voll viele Leute drin. Ja, da sind wirklich viele Leute, glaube ich. Haben wir denn vorhin noch was saufen? Ah ja, gute Idee. Saufen. Saufen. Ich habe mal Hardcore Water. Hardcore Soda Can. Also eigentlich habe ich keinen Durst gehabt, aber ich denke mir ja irgendwie. Ich habe ziemlich einen Durst sogar gehabt. Ich habe jetzt aber nur noch einen Sauf zum Trinken, also. Also ich bin jetzt gerade ein bisschen am Verschwenden das Ganze, aber. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir sowieso gleich sterben. Ja, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Okay, ist das jetzt, da kommt man sicher nicht durch. Aber du hast mir so einen geilen Tarnpyjama. Ja, Tarnpyjama. Pass auf. Da kommt man nicht durch. Ganz gut. Jetzt muss durch, Granaten. Gehen wir mal da rein. Wir haben eh Granaten, Alter. Ja, genau. Wir scheiß drauf, wir sprengen alles in die Luft. Wenn wir einen Panzer hätten, können wir es einfach nicht erfahren. Ja, genau. Weil in Arma kann man das. Hä? Okay, wir sind da jetzt offiziell am fettgeilen Flughafen. Flughafen. Nehmen wir jetzt Vorhof des Todes. Hölle. Hölle. Oblivion. Also, da vorne schaut es irgendwie sehr leer aus, wie immer, normalerweise. Naja. Man sieht hauptsächlich Büsche, aber. Oh oh. Was? Die Grafik-Bugs haben es aber schon raus da, oder? Ja. Das ist gut. Also, auf jeden Fall haben wir jetzt keine. Also, ich habe jetzt. Bis jetzt haben wir noch keine. Das ist jetzt. Schon. Nein, ha? Ich habe auch keine. Okay. Gut. Wie viele Tage haben wir jetzt eigentlich schon überlebt? Bei mir ist Tag 5 da gestanden. Ja, was aber irgendwie spielerisch nicht möglich ist, aber ich glaube jetzt 3-4 Tage. Okay, auf jeden Fall haben wir einige Stunden schon. Ja, also wir verbringen hier, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Folgen das überhaupt schon ist. Ja, nicht, weil wir ja ein Problem im Hochladen gekauft haben, ja. Haben wir jetzt einige Sessions auf einmal machen müssen. Also wundert euch nicht, wenn wir nicht auf eure Kommentare reagiert haben bis jetzt. Ja. Yeah. Aber da ich glaube, dass die Rose-Flair-Geschichte irgendwie noch immer nicht funktioniert, das ist eigentlich ja, vor allem jetzt da wieder zurück. Also wir müssen es wandern, müssen wir das jetzt dann da machen. Aber ich bin mir irgendwie ziemlich sicher, dass bis zur nächsten Session irgendwie keine. Oh shit. Es gibt doch nur die Bugs. Grafik-Bugs. Schauen wir nach links. Siehst du das auch? Scheiße. Ach, shit. Aber nur ganz links, vorne bei den Hangar ist es nicht, oder? Ja, nein, bei den Hangar ist es Gott sei Dank nicht. Obwohl, ich glaube, bei der Station auch nicht. Hoffentlich halt. Du weißt ja nicht einmal, was da nicht ist. Gut, ich will jetzt nicht irgendwie so verstören oder so, aber ich gehe mal einfach so normal durch nach vorne. Kommen Sie. Are you crazy, man? Of course, I'm a cool dude. A cool dude that you are. Ah, voll. Hui. Ich würde sagen, wir gehen einfach zu die Hangar. Okay. Die Hangar. 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 Gott. Ich frage mich, was da wirklich links ist, das so extremst glitscht.
Das sind sicher die Soldaten, oder? Diese scheiß Soldaten. Also ich hoffe, es gibt sie vorhin nicht nur mal. Ja. Das wird ziemlich geschissen. Der Schiss, ja. Okay, wir können jetzt ins Armeelager. Wir können. Was warten dort hinten? Sonst. Ich glaube eigentlich gar nichts. Also nur so ein. Sowas, wo es ausschaut, wo du rein kannst, aber nicht rein kannst. Also die Geister spoilern dann eh. Also wir reden jetzt einfach mitten über deinen Flugplatz, okay? Na also. Ja, gute Idee. Gute Idee. Mitten über die Straßen drüber. Ja, die besten sind ja eigentlich. Die besten Gebäude sind eh hinten. Ja. Sind wir jetzt. Nein, wir sind nicht hinten. Oder? Ich muss mich mal umdrehen, weil sonst frisst mir irgendwas auf. Der Glitch. Nein, der Glitch, sondern. Ja gut, der auch. Aber die Zombies gibt's auch noch und. Also ehrlich gesagt habe ich nicht so viel Angst vor Zombies als vor Mitspielern gerade. Ja nicht. Der Glitch ist unglaublich. Ich hätte mir doch den Hamster draußen jetzt. Hätte ich mir auch gedacht. Schaut. Ja, ich denke mal gerade, wir sollten vielleicht ein bisschen langsamer reden, weil sonst wird es schwer mit dem. Ah ja, mit dem Untertiteln. Ja. Vielleicht sind wir nur ungefähr einschreiben, was wir mit unseren Aussagen sagen wollen und das dann. Ja, sinngemäß. Sinngemäße Übertragung. Oh shit, da ist auch ein Glitch. Ganz gut. Zoomen wir mal noch rein. Zoomen wir mal noch rein. Noch, bei mir noch nicht. Okay, also bei mir schauen. Scheiß Glitches. Oh ja, zumindest bei mir nicht. Das ist eh wichtiger bei mir. Hast du nur zufällig die Tastenkombination mit dem Flash, die man da eingeben könnte, müsste? Es bringt sich gar nichts, weil nur einfach die Grafik neu laden und dann kommt's wieder mit Soldaten. Stimmt auch wieder. Gut, wir kreien jetzt einfach da über das Flugding rüber, über das Flugfeld, weil es scheißegal ist. Wo sind hier die Zombies? Ja, das ist die Frage. Es gibt gerade 366 Zombies am Server, aber. Kein einziges da. Where are they? Where are the Zombies? Und glaubst du, dass es irgendwie ziemlich auffällig, nicht auffällig ist, wenn wir jetzt einfach so quer über das Ding drüber haschen? Ich glaube, wir könnten aufstehen sogar und das wäre halt nicht auffällig. Schau so. Sollen wir aufstehen? Packet. Ja. Ich glaube, wir können so besser kämpfen und so signalst du so jeder. Ja. Noch Zombies scannen. Dear players, due to a glitch, all players received global ban message after updating to the new BE client version. Das habe ich einmal gekriegt. Ah ja. Der gerade schreibt. We apologize for this unacceptable issue. Issue. Da vorne ist auf jeden Fall so eine Kaserne. Was ihr da, wo wir das letzte Mal gestorben sind? Bleib ein bisschen bei mir, okay? Ja. Wir müssen ein bisschen zusammenbleiben, weil sonst werden wir gegrillt. Aber wir dürfen auch nicht zu weit zusammen gehen, weil sonst können wir uns einfach mit einem einzigen AK-Streich ausschalten. Ja. Slenderman 5000 was killed. Slender was killed. Endlich. Wenn ich bei der AK auf Semi stöhe, dann schießt du nur Einzelschuss, oder? Oder so Salzen. Weißt du das? Es gibt so Rush oder so, wie es heißt. Da kann man dann als Salven schießen. Bei Semi schießt du einzeln und. Okay. Semi schleicht uns jetzt geheim durch den Wald rein. Voll geheim. Aber wo sind hier die Zombies bitte? Ja, das ist eigentlich die Hauptfrage. Generell, wo ist irgendwas da? Da vorne ist auf jeden Fall die Kaserne, glaube ich, wo wir. Da sind Zombies. Und Soldaten, Tote. Ey, warte ein bisschen auf mich. Die haben gerade irgendwie ziemlich geglitscht. Also das sind die gerade. Das ist ein Glitch. Okay. Ja. Also aber genau wo wir hinwollen, ist keine Glitches mehr. Ja, und genau da wo wir hinwollen, sind 1000 Zombies gerade gespawnt. Das war so unfair letztes Mal, als wir drin waren, ist der Spieler gespawnt. Ja. Was machen wir, wenn wir einen Spieler sehen? Erschießen. In der Ding müssen wir es eigentlich, oder? Da können wir gar nicht anders. Das ist so ein Schatz.
ist der Schaßabgrund für diesen Schaßspiel? Also, wenn wir im Flughafen sind, auf jeden Fall drauf schießen. Das ist glaube ich schon. So, jetzt geht schon so, so langsam die ganze Ethik flöten. Naja, wir bringen nicht einfach so die Leute um. Es gibt Leute, denen ist in dem Spiel so fad, dass sie einfach Menschen suchen und die dann einfach da schießen. Also, das ist wirklich so scheißbar schlechter, gell? Solche Menschen, das sind keine Menschen. siehst du mich? Ja, du bist. Na jo. Bleibt aber so gern. Auf Kassierenden Raum. Bin ich ja gespannt, ob da was drin ist. Ist es schon so eine Kaserne, wo wir, wie, wo wir dort drin waren, oder? Mhm. Ja, wir werden schon vor allem Termin verfolgt. Also nicht wirklich, aber. Also auf jeden Fall ist da kein Eingang. Und es ist nur da, wo das Zombie ist, der Eingang. Perfekt. Sehr gut. Sollen wir für die Zombies dabei auf die Dinge umrüsten oder sollen wir es lassen? Lassen wir es. Okay. Das locken wir jetzt 1000 Zombies an, aber die gehen wir einfacher loswerden als die anderen. Ja. Außer wenn wir von Zombies verfolgt werden, greifen uns kein Spieler an. Ja. Oder er macht's, obwohl, er könnte es eigentlich tun. Er könnte es tun, aber dann hat er jetzt um sein Hals. Stimmt da wieder. Okay, da kann man nicht rein, das ist eine Verarschung. Nein, ganz gut. Also einmal rundherum um das Gebäude gegangen, nur damit man weiß, man konnte nicht rein. Gut, dann werden wir. Also Kapitän. Ich freue mich schon, wenn es 12 gibt oder so. Oh, das wird dann ganz schlimm, denke ich mal. Die sind dann sicher schneller als du. Wahrscheinlich, ja. Aber hast du ja schon gehört vom ähnlichen Spiel wie das? The War Set. Ja, das ist genauso wie das, nur irgendwie nicht in der Beta-Phase oder Alpha-Phase. Und das schaut genauso aus, nämlich. Aber von anderen Entwickler, oder? Ja, komplett. Also es ist ganz neu eigentlich. MMO, oder? Hä? Echt? MMO. Naja, so wie das eigentlich. Achso, ja. Der hat einen Ping von 109 und das ist zu hoch. Oder was? Nur eindeutig, oder? Ja, 109 ist eindeutig. Wir haben jetzt einen Ping von so 9999. Okay, in dem ist gar nichts drinnen. Gibt's ich gehe voll gern dahin, wo man gar nichts sieht. Ah. Da ist was gewesen. Na, Zombies. Was, wo? Im Hangar. Ah ja, dahinter. Okay, Heatpack M1911. Den brauche ich. 2 Round Pellets. Aber da hinten ist meistens zwei Waffen dann. Revolver. Gut, ich glaube, da drinnen können wir aufstehen. Ja, vielleicht hin. Ja. Das ist noch nichts. Okay. Gehen wir wieder aus. Gut. Na, warte mal, das was. Hä? Was? Das was? Ja, irgendwas. Flare Green. AG-17, AKM-Magazin, 5 Round M24, MP9SD. Braucht man das? Nein, ich nicht. Ich auch nicht. Ja, schau dir den M9, Hauptsache. Das ist mich Hardcore-Muni. Ja. Okay, gehen wir raus. So, ich würde sagen, wir müssen jetzt dann eh wieder aufhören. In 20 Sekunden. Naja, wir haben noch. Wir können eher ein bisschen überziehen. Gehen wir nur zum nächsten Part. Ja. Du lässt eh hoch die Folgen, oder? Hm? Du lädst ja die Folgen hoch. Ah ja, ja genau. Also. Okay, also. Lange Folgen für alle.
um mir geht, wir können jetzt ewig aufnehmen. Nee. Ich glaube, wir lassen es immer bei den ungefähr 15 Minuten, die wir in dem Erfolg sowieso nicht eingehalten haben. Können Sie heute wieder nicht einhalten? Zur Feier des Tages, weil wir am Flughafen sind? Ja. Oh nein, Glitch. Wow. Aber nur ein kleiner Glitch irgendwie. Und irgendwie wechseln wir schon wieder auf Hochdeutsch und so ein Scheiß. Wieder? Ja, komplett, das ist unpackbar. Alter, das gibt's ja nicht. Wenn man einmal versucht, dann wieder normal zu reden, reden wir wieder anders. Das ist irgendwie aha. So. Ich glaube, da ist wirklich jetzt gar nichts in dem Hangar. Okay, auf jeden Fall werden wir uns da jetzt positionieren, Lagerfeuer anzünden und so. Ha, ist nervt. Der Klitsch nervt echt. Mach mal Lagerfeuer. Ja. Wo bitte? Jetzt sehe ich da gar nichts. Ich sehe auch gar nichts. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Servus. Servus.